Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zurück im Hola. Verrückten Wasteland. Der Mene und der Brilli, stark vermummt, man erkennt sie kaum, sind auch wieder mit dabei. Grüße euch. Moin. Moin. So, wir schreiben Tag 4, morgens um 6. Wunderschöner Sonnenaufgang. Ja, was machen wir? Also, wir wollten ins Dorf, ne? Nochmal ins Dorf, würde ich sagen. Genau. Ja, jetzt müssen wir mal kurz warten. Ich muss nämlich hier noch ein paar Sachen mal machen. Ich brauche Federn. Dann nehmt ihr euch das Fleisch, was ihr brät, raus. Ja. Ja. Wollen wir denn Steine, verdammte Kacke? Steine weiß ich gerade nicht. Ich habe auch noch welche im Inventar. Willst du welche oder was? Nee, ist okay. So, ich muss nämlich noch ein paar Munition bauen. Achso, und ich muss meine Sachen mal ein bisschen reparieren. Zum Beispiel meinen Steinspeer. Und meine Stein... Will ich nicht. Fuck, habe ich meine Steinaxt zerlegt. Will ich nicht. So, jetzt mache ich mir auch mal ein paar Verbände zum Blutstillen. Wir müssen halt echt mal gucken, dass wir... ich habe 10 Verbände gebaut. Musst du gucken. Ja, ich habe jetzt selber. Wir Ach, müssen klar. echt mal gucken, dass wir Heal kriegen. Achso, wie sieht's denn jetzt eigentlich aus, Mene? Hast du jetzt was gekriegt für die Schmiede? Oder? Nee, uns fehlt Klebeband. Wir brauchen Klebeband für die Schmiede. Und für Klebeband braucht man Kleber. Okay. Und für Kleber braucht man Knochen und trübes Wasser. Haben wir doch. Ja. Dann Knochen und trübes Wasser haben wir doch. Benutzt ihr die Taschenlampe nicht? Warum liegt hier eine Taschenlampe drin? Ja, was Na, weil die bestimmt nur nicht. Begrenzt ist, würde ich mal sagen. So. Also, 3 Rohre hab ich. Stofffetzen hab ich. Kleber, 2 Kleber und ein Klebeband habe ich irgendwo rein, glaube ich. Wo ist das hin? Habe ich doch hier in die Kiste. Hat das jemand rausgenommen zufällig, das Klebeband? Was denn? Kann das sein? Nee. Ich habe nichts raus, nein. So, das ist die falsche Kiste. Irgendjemand hat es in der Kiste dran. Hallo? Bibel? Ja, ich bin da gerade drin. Ich suche Dings. Ich suche Federn. Hat da jemand Federn? So, da ist das Klebeband. Waren auf jeden Fall massig da. Lehmboden. So, was brauche ich noch für die Schmiede? Schmiede. Leder und Lehmboden und Steine. Haben wir da? Lehm habe ich einmal Aufgabe, nur eins habe ich davon. Nee, ich brauche aber ganz viel. Ich habe 2, also ich hab noch einen gehabt, der liegt auch irgendwo in der Kiste drin. Ja, soll ich jetzt die Kisten sind die gehen, oder was? Mit der Schaufel am besten, ja. Was für eine Schaufel? Habe ich keine. Du hast keine Schaufel? Ihr habt kein. Baut euch bitte eine Schaufel. Alles klar. ganz wichtig, weil wir müssen ja dann auch Wälle und sowas aufschütten, wenn die Viecher kommen und so. Alles klar. Steinschaufel oder was? Was brauche ich denn? Ja, ich glaube die. Ja, Steinschaufel Steine, heißt die, genau. Fasern, Holz. Knochen, so. Ah, hier, ja, alles klar. Was wo ist denn jetzt hier? Das trübe Wasser von Lehmboden. Dem Lehmboden, hier, gibt's doch genug Lehmboden, so viele willst, Junge. Da ist ein Glaskrüge. Wasser, nichts. Glaskrüge. Mene, wie viel brauchst du denn? Was, Lehmboden? Ja. Lehmboden brauche ich noch 56. Alles klar, hast und du gleich. Und Steine brauche ich auch. Ja, kriegst du gleich. Ich mach mir jetzt das normale oder was? So, ja, 56 normal. Lehm. Gucke hier, wo ist er? Wo ist er denn? Dann bin ich dir vorbeigerannt, wa? Ja, ist. Hier. Übrigens, okay. Das gekochte Fleisch. Halt. Hier. Hielt schon mal ein bisschen mehr. So, dann. Im Lagerfeuer. Schaufel hin. Und da Kleber produzieren, Kleber. Da ist auch ein Loch entstanden, wo du gegraben hast. Das ist gar nicht am Lager. Es würde auch ein Loch entstehen, ja. Hier, gucke, cool. Da hinten müsste. Doch, muss ja, man ans Lagerfeuer, wusste ich doch. Kleber, so. Das sinkt sich hier ganz schön ab. So, hier, guck mal, jetzt sind wir. Oh, ich muss warten, bis das ganze Wasser gekocht ist, was hier. Guck mal, mit rechts ist besser, da kriegst du ein richtiges Ding. Okay. Bau dir noch ein paar Steine ab. Ich brauche für die Schmiede insgesamt, ich glaube, 50 Steine. Hui, ich bin in mein eigenes Loch. Pfui. Boah, zum Glück kommt man da noch raus, ey. Okay. Steine brauchst du? Ja, Steine. Ich hol dir welche. Wie viel brauchst du? 50 insgesamt. Alter. Aber wir brauchen sowieso welche, ne? Für die ganzen Pfeile und so braucht man sowieso massig Steine. Ja. Im Frühtau zu Berge wird ziehen Fallerer.
Wie sie Alter, hier stehen. Wie er mich stiller, ja, er geht einfach. Ihr müsst mal einen Schritt zurückgehen, nicht ganz nah ran. Dann trifft man sich eigentlich nicht so sehr. Das ist unser morgendliches Training hier. Ja. Kacken gehen und dann Steine kloppen. Leider haben wir jetzt keine Steine mehr. Darüber hat ja keiner nachgedacht. Doch, ja, da wir können ja auch ein Loch graben. Im Westen ist dann noch so ein Riesenteil. Oder am Berg, einfach am Berg ein Loch graben. Haben wir denn genug? Ich habe 39, das heißt, ich brauche noch 45. 11. Und ich habe. Pack mal in irgendeine Kiste oder schmeiß 69, raus. Jungs, ich sage nur 69. Ja? Ja. Ja. Hast du rein? Hast du rein? Hast du rein? Ja, hast du rein? Hast du rein? Warum? Ah, warum? Was tut er denn? So, jetzt, hier. In der Kiste. Nee, irgendjemand hat die Kiste jetzt. In der ich hab's in irgendeine Kiste geballert. Okay. In der hier. In der ja, hab ich. Ja. Okay. So, ist das jetzt hier mal fertig? Ah, oh, das ganze Wasser. Hiermit auch verfügbarer Punkt einen. Ich wollte ja auch hier. Das kann ich mir nicht kaufen. Warum nicht? Ich räume hier mal ein bisschen auf, ja. Klebeband herstellen, fertigen. Zack. Was bedeutet das denn? Ein was denn? Ich brauche eher Wissenschaft, will ich ja machen. Auch neben Kochen. Und das ist bei mir aber ausgegraut. Stelle mit Hilfe. Da, es gibt immer Voraussetzungen, die man erfüllen muss auch. Ne? Wo steht denn was? Das steht, wenn du mit der Maus drüber gehst, glaube ich. Nee. Doch. Ich brauche Intelligenz Level 4 offensichtlich. Intelligenz. Kann gut sein, ja. Dann muss ich mal auf Dumpfbacke hoch. Ich gehe mal, Wissenschaft. Okay, so, aber wenn ich, guck mal, ich bin doch Ingenieur. Ich habe doch schon Punkte in Intelligenz investiert. Wäre es nicht schlauer, wenn ich dann Wissenschaft übernehme und du bei Stärke, wo du den Chefkoch hast, weiter reingehst? Was ist denn? Hier draußen wimmelt. Ja, kann ich die wieder zurücknehmen? Kann ich jetzt nicht mehr, oder? Glaube nicht, nee. Ja, aber für die Zukunft wäre das doch schlau, nicht, dass wir uns nicht überschneiden. Ja, oder? Gut, aber zwei so Trees wird doch jeder hinkriegen, oder? Also ich wollte schon immer Jäger-Wissenschaft haben und halt stark. Ja, und ich wollte schon immer einen Dreier haben und stark muss sein. Und was hast du gekriegt? Eigentlich muss ich auch Standhaftigkeit skillen. Das sind wirklich fünf Zombies hinterm. Na, Kampf machen will, wie er einfach immer weiter reinredet. Nee, hallo, vielleicht willst du mal nicht sterben, oder was? Da rennen fünf Zombies gegen Baum. Ich weiß nicht, warum die gegen Baum rennen. Ich glaube, die waren zu Zwiebel. Die waren gerade eben zu viert und dann kam der eine da angeschissen, ja. Ja, sagen wir mal so. Ich höre nur, wie es neben mir die Schrot lädt. Klack, klack. ja, machst du tot. Ich baue gerade die Schmiede. Ah, sehr schön. Das heißt, du baust die gerade. Wo baust du die denn? Na, in meinem Inventar. Das ist nicht alles, dass es nur eine Sekunde dauert beim Bauen. Die dauert irgendwie 2 Minuten oder so, bis die fertig ist. Das war eine sehr langweilige Folge. Ich dachte, wir gehen mal irgendwo hin. Ja, ach, ich wir waren doch jetzt überall. Wir sind jetzt schon bei Tag 4. Wir wollen doch in das Dorf. So, ja. Da steht sie. Wo ist denn der Zwiebel eigentlich? Der Zwiebel hat gerade Steine besorgt. Wir brauchen doch gar keine Steine mehr. Wir brauchen unendlich viele Steine, das kannst du aber. Was willst du denn? Hey, du hast gerade 50 gesagt, die hatten wir doch. Ja, aber auch für die Zukunft. So, jetzt haben wir hier das Blei, wir haben das Messing, wir haben das Eisen. Komm her, du Opfer. Das sind mehrere Zwiebeln, ne? Nur so zur Info. Was? Das sind mehrere. Ja, ja. Okay. Oh, der hat ein Ei fallen lassen oder was? Alter, ist der stellt noch? Nicht mehr. Der was ist denn das? Hier ist noch mehr Blei, hier ist noch mehr Eisen. Oh, muss er nachladen! Muss nachladen! Noch mehr Messing, sehr gut. In Kopie stochen. Das ist voll daneben. Okay, das Alter, das danke, danke, Brilli. Ja, der Schrot ist durch, die durch. Eisen. Der Typ, Alter. Eisen. Ja, was denn? Blei passt gerade nicht rein. Ja, wie er einfach keine Gnade kennt. Blei, Kohle. So, gut, was ist los? So, wenn ich das jetzt hier. Kohle, Munition. Auf dann.
Sortieren wir mal hier ein bisschen. Wo ist mein Stuff jetzt? Ja, wollen wir dann jetzt in das Dorf nochmal oder nicht? Das ist die große Frage. Messing. Messing brauchen wir, ist für Munition wichtig. Ja, wegen mir können wir nochmal ins Dorf. Ihr dürft hier rum. Ja, ja. Aber wir sollten halt auch langsam mal. Ja, die steht draußen. Ich versuche hier so ein bisschen zu sortieren. Aber wir sollten halt auch langsam mal anfangen, ein bisschen unsere Verteidigung aufzubauen. Ja, was sollten wir dann nicht die Schmiede auch am Laufen halten? Ja ist doch, ich habe sie doch schon aufgefüllt bis zum Umfallen. Ist das einfach nur so ein Mülleimer, wo Lava drin ist, ey, lächerlich. Ja. Scheiße! Geh mal weg, Zivi, ich will auch mal reingucken. Ja, warte mal, wie kann man denn hier Eisen? Was war denn da? Was macht man denn aus Eisen? Was schmelzen wir denn jetzt als erstes? Eisen oder was? Ey, Eisen und Messing werden gerade geschmolzen, damit wir dann Patronenhülsen machen können. Dafür brauchen wir aber eine Werkbank. Ah. Die Werkbank aber ist ja. Andererseits haben wir massig Patronenhülsen. Sollen wir nicht irgendwas schmelzen? Das... Naja, doch egal. Ja, wir machen Vorschlag. Wir brauchen, glaube ich, als nächstes die Werkbank. Wird jetzt 1020 Messing und 714 Eisen geschmolzen. Ja, aber wir wollen doch ins Dorf, ist doch egal. Vorschritt. Das ist dann drin. Das ist dann wie bei der Schmelze bei Minecraft. Ist das dann einfach drin? Da steht irgendwo so eine Zahl, so ein Messing 100, Eisen irgendwas. Ja. Und dann musst du, wenn du halt was aus diesem geschmolzenen Material machen willst, musst du an die Schmiede rangehen, in dieser Suchfunktion den Gegenstand eingeben und dann einfach herstellen. Moment, wo sehe ich denn, wann das geschmolzen ist? Da steht eine Zahl. Ich kann es jetzt gerade nicht beschreiben, weil ich nicht in die Schmiede... So. Die ist ja gar nicht an, also kann auch gar nichts schmelzen. So, ja, eben. Wenn du jetzt mal reingehst, dann siehst du unter dem Material, was drin ist, siehst du so Zahlen hochgehen, hochticken. Das ist das, was drin ist. Und das kann man quasi dann benutzen, um diverse Dinge herzustellen. Ja. So, dann lass uns mal los. Ja, los. Ja, ich leere nur gerade hier die paar Sachen weg und dann geht's los. Das weg, das weg, das weg. Wo gehen wir hin? Waren wir eigentlich hier hinten? In das Dorf, dachte ich. Wieder. Waren wir schon mal Richtung Westen? Ja, da waren wir schon mal. Na, das ist Rote Haus. Wenn man hier rauskommt und gerade ausguckt, ist doch das Rote. Rote Flagge. Genau. Hast du die Tür zugemacht? Der lässt die Tür auf. Flagge da. Wahnsinniger. Hier ist keine rote Flagge. Wahnsinnig geil. Geh mir einfach nach. Wir sehen uns doch jetzt. Da vorne ist doch die Brücke. Da ist das Dorf auch. Okay. Orientierung. Irrungen und Wirrungen. Da ist ein Reh. Ist mir so Hirsch. Warum gehst du ein richtiges Reh und nicht nur eine Reinkarnation? Ich muss erstmal Schokolade essen hier. Zucker. Hinter dem Baum meinst du den? Ja. Ja, den habe ich verjagt. Sehr gut. Na, Hirsch. Ich kann mit der Schrotflinte auf ihn schießen, aber das ja, das macht so auf die Entfernung. Ja, aus 8 Metern Entfernung, genau. Bleib stehen, Horsch. Ach, zu niedrig. Arschgeige. Ja, trefft nicht so gut, ne? Doch, getroffen. Ja, getroffen. Na, haut er ab. Kommen wir nicht hinterher. Feige Komm, Sau. Lass ins Dorf gehen. Ist doch jetzt sinnlos da. Ja. Wir wettrennen mit einem Hirsch. Wollt ihr nicht die ganzen Pfeile wiederholen? Ach, Pfeile. Du bist schon so ein Pfeil. Also ich habe 26 Pfeile noch dabei. Die Ausbeute ist halt leider nicht so geil. Weil man braucht halt da hinten ist eine Villa. Lass mal in die Villa gehen. Sieht zumindest aus wie eine Villa. Keine Ahnung, ob es eine Villa ist. Ich glaube, das ist ein Farmhaus und eine Scheune. Das ist eine Scheune, nee, das ist ein Haufen. Auf der anderen Seite der Straße. Karls Korn. Auf der anderen Seite der Straße. Ja, Karls Korn. Kannst du nicht lesen? Ja. Doch, warte mal, die Maiskolben, glaube ich, kann man da mitnehmen, oder nicht? Ja. Aber womit abbauen? Alter! Bist du wie dumm? Ich stehe einfach hier. Das sind 1000 von diesen Pflanzen und du nimmst die, wo ich stehe. Okay, oder du bist einfach mir vor die Schnauze gerannt. Die geben Mais. Nein, ich stehe da. Nee, gib Mais. Die Grünen geben Mais. Ja, ah, tatsächlich. Einen Kolben. Wir brauchen ja nur 3 für heute Abend, oder? Ja, na, und einen und nochmal einen zum Spaß haben, oder? Und Butter. Oh, guck mal, was es hier gibt. Yucca-Pflanze. Jetzt können wir hier deine... Ah nee, Aloe Vera brauchen wir ja. Ja, grüß Gott. Gucken wir mal hier rein. So, schöne Maiskolben, wir brauchen. Gehen wir jetzt erst in die Scheune oder erst in die Villa? Ich bin schon in der Scheune drin. Okay, dann in die Scheune. Gibt's hier Wein? Vorsicht, 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 da sind zum Banden. Wo zum denn? Bösen. Hier.
Da oh, zum Beispiel. Hier ist wieder ein Eber, Leute. Hier ist ein Eber drin. Ich hol das. Scheiß doch auf den Eber, Alter. Ja, okay, ich komme. Alter. Oh, da war der Kopf mal kurz ab. Wenn man damit trifft, ist es hervorragend. Ah, nicht getroffen. Boah, hier stehen zwei Eber. Drei? Ja. Okay. Boah, lass mich mit der Schrotflinte nah an den Rand. Ja, dann mach! Mach doch mal! Ich blute mir hier einen ab. Kannst du auch mit dem Messer. Das ist aber scheiße mit der Schrotflinte. Eben aus dem Eber habe ich irgendwie 30 oder 40 gekriegt. Jetzt nur 15, weil er zerfetzt ist, glaube ich. Okay, aber pass auf, um die Ecke hier rum, da steht noch einer. Ja, da ist noch so ein Eber. Ja, hol den nochmal mit dem Bogen da. Ja, hab ich. Ich bin mit dem Bogen da. Au! Hier ist er! Wo? Am Ausgang! Ach so. Oh. Aua! Darf ich wieder laufen, ey? Shit. Aua! Aua! Das mache ich nicht wieder. Ist der immer noch tot, oder was? Die dumme Sau ist hier reingekommen. Wo ist er denn? Hilfe! Diebel, wo bist du? Alter, hat er mich lang gemacht. Genau da bin ich. Na, lass das! Hab ihn. Also ich glaube, diese Eber sind ganz schön heftig. Ja. Die ich möchte Schrot. Nicht beschreien, aber ich habe da so ein leichtes Gefühl. Aber trotzdem keine Eber, sondern Keiler. Aber egal. Ist egal. Ja, wann bist du zoologisch so? Der hat nur 11 Nahrung gegeben, ey. Ja gut, den Rest hast du an der Wand verteilt mit deiner Schrote. So. Und hier versucht so einer reinzukommen. Nicht mehr. Doch. Oh, jetzt gibt's gerade so einen Drop. Wie heißen die bei gibt's bei Airdrop. PUBG? PUBG? Gibt's einen Airdrop? Habt ihr gesehen, wo der runterkommt? Nee. Ich hab den nur gehört, leider. Okay. Wir versuchen hier durchs Tor reinzukommen. Alter! Schöne Bauplangranate habe ich. Oh, schön. Ja, auch nee, nice, ne? Ich nehme die ganze Folge übrigens nicht auf. Was? Aber schon ja. Cool. Ja, ich nehme nicht auf. Das ist nicht gut. Nein. Und jetzt nimmst du wenigstens auf? Na, nee. Hab's gerade erst gemerkt. Dann so, nehme auf. Jetzt, ja, okay. Also, ich habe leider keine Zeit. Ich weiß leider nicht, wie lange es gedauert hat. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit nicht aufgenommen. 11 Minuten. Nee, 18 Minuten. 11 Minuten fehlen mir. Da muss mir einer von euch das Material schicken. Ah, zerstörte Werkbank. Ich habe Bauplan-Werkbank. Ja. Oh, sehr gut. Geil, Nomad. Was ist mit deiner Stimme los, Mene? Oh, die hat sich vor Freude überschlagen. Achso, du hast einen Rülps quer hängen. Er ist runtergefallen, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ja, er lebt noch. Es sind zwei. Ich komm mal hoch, ich hab Angst. Siebel. Alter. Ich hab nur noch 7 Schuss. Da unten sind noch 2. Wow, die kann Treppen steigen. Was ist denn das für ein intelligenter Zombie, bitte? Ah, Zwiebel, genau vor mir, vor die Linse gerannt. Oh Gott, hier sind noch 3. Okay. Runtergefallen. Einer ist runtergefallen. Zwiebel, geh mal aus dem Weg. Ich bin schon hinter dir. Mach die Olle da unten. Ja, aber noch eine. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, was wir alles mitnehmen sollen, aber... Vergesse. Weißen. Ich bin wieder vor die Pinsel gerannt. Entschuldigung. Was ist mit deiner Stimme los, Mann? Mene, was mit deiner Stimme? Ahnung.
Ich hab ihren Arm abgeschossen. Alter. Sieht aber nicht mehr so gut aus hier, die Olle. Puh. Wer lebt denn hier noch? Hier, da ist, kommt einer runter, ist einer runtergefallen. Oh, und eine ganz fette. Die kommt jetzt auch da runter, glaube ich, gefallen. Ja, die ist runtergefallen, ganz runter, Vorsicht. Noch einer. Hier ist so eine, die will hier rein. Ich loote hier oben dann, während die da jetzt runtergefallen sind. Munition ist hier ein bisschen. Und Schloss knacken kann ich hier wieder. Oh, hier ist die Dicke. Die ist richtig krass, Vorsicht. Oh. Mama. Mama mia, here I go again. In Korb, Alter. In Korb, Alter. Bist du denn da rüber gekommen? Über dieses Ding in der Mitte, oder was? Nee. An der Seite. Au! Du hässliche Ziege, Alter. Ah. Oh. Aber er kriegt, hab ich sie. Aua! Ich glaube, wir haben eine eiserne Feuertür. Ah. Warte mal. Also, was habe ich denn jetzt hier? Was? I'm gleich dead. I'm gleich dead. Ja, sollen wir mal, hier ist ja nichts mehr. Sollen wir runter? Ach nee, müsst ihr nicht. Ja. Da kommt doch hoch. Nein! Wo bist du, Zwiebel? Unten. Hab hier alles, was ihr runtergeschmissen, Alter. Alles, was ihr runtergeschmissen habt, habe ich hier weggeräumt. Holen. Oh. Wo ist denn die Fette? Ist sie tot? Ja klar, die habe ich lang gemacht, die Dicke. Geil. Also, freust du dich. Hier, will jemand... Wo ist denn das? Wieso kann man hier ganze Heuballen mitnehmen? Aufrüsten. Nahkampfschaden. 36. What the fuck? Kosten. Oh, mit dem... Also, der ist schon geiler hier. Der Hammer. Hm? Nur ist der mega lahm halt einfach. Oh, ich bin dran. Geil. Oh, die ist sogar offen. Nein. Was? Oh, fuck. Was ist denn? Wo bist du überhaupt? Ich bin jetzt im Silo, ganz unten drin. Alter, Mene, was ist mit deiner Stimme los? Alter, ich bin einfach mal so runtergefallen. Vielleicht hat er einen Herzinfarkt. Der ist doch besessen. Der hat einen Herzinfarkt, Alter. Ich bin einfach im Silo und komme nicht mehr raus, weil ich... Ja, wie hörst du dich an? Darum geht's hier. So, wie hör ich mich denn an? Du hörst dich an, als wenn du völlig runter... Hast du irgendein Problem? Nein, das wärst du total runtergepitcht. Ha? Ich hoffe, das ist nur im Teamspeak so und nicht... Doch, Alter, das klingt total runtergepitcht so. Schön. Keine Ahnung. Die Folge ist übrigens zu Ende, Zwiebel. Ja, von der ich jetzt ganze 8 Minuten aufgenommen habe. Nee, 5 Minuten. Warum nur 5 Minuten? Ach hier, holt ihr mich gerade raus. Das ist aber lieb. Danke. Komm, die Mähne-Rettungsaktion machen wir noch. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt hier hier das kann ich abgeben, das oder warte mal, ist das? Ja doch, das hier kann ich abgeben, kann jemand haben, wenn er will. Eisenspeer. Oh, Speer nehme ich gerne. Ein Eisenspeer. Und will jemand das Ding hier haben? Was ist denn das? Ein Schockstab. Ja. Den, dann gebe ich dir den Eisenspeer. Der wäre doch für dich eigentlich besser, Brilli, wegen Nahkämpfer. Nee, das ist für mich als Ingenieur, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, das ist... Und da, es steht ja bei jedem Job steht auch dabei, dass man dann auch die und die Waffe noch damit. Alles klar. Übrigens, der Airdrop, der wird hier auf der Map auch angezeigt, ne? Ja. Da können wir nächste Folge hin. Okay, dann würde ich mal sagen. Muss eigentlich die Map? Was? Nein, oben auf dem Kompass siehst du, wenn du dich drehst. Ja, so. M. Was ist denn der? Ach, da, ja.
Genau. Und er ist extrem weit. Der ist extrem weit. Alter Mene, du klingst echt krass. Okay, so. Also liebe Leute, dann einer von euch beiden schickt mir dann, oder ich verlinke die Folge, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitmachen und beim nächsten Mal geht's weiter hier im Wasteland. Yes. Bis dann. Tschüss. Tschüss.